Was willkommen zu einer neuen Produktionsfolge, ja, zu einem neuen Produktionstutorial. Wir schauen uns heute eine neue Produktionsmod an. Nein, wir schauen uns heute die Kalkproduktionsmod an und wir schauen uns noch an, wie der Kalk aufs Feld ausgebracht wird. Denn ein Zuschauer hier, der auch meines Wissens nach abonniert hat sogar. Danke schon mal an den. Abonniert auch gerne schon mal vorab. Jetzt sage ich es schon einfach mal. Wollte ich eigentlich erst am Ende sagen. Der hat sich nämlich etwas zum Kalken gewünscht, ein Video. Ja, ich habe ja gedacht, da passt doch die Kalkproduktion zu. Und ja, ich verlinke euch auch in der Infobox als Mod die Produktion. Und wir fangen auch mal schon direkt an, denn hier laden wir gleich Steine ab, denn wir brauchen nur Steine. Und hier können wir einmal ins Produktionsmenü schauen, nicht davon ablenken lassen und auch nicht davon ablenken lassen, dass schon Steine und Kalk drin sind. Das ist nur zu Testzwecken nämlich da drin. Denn ich habe schon vor dem Video hier ein paar Sachen dafür ausprobiert. Hier holen wir nachher den Kalk raus und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange rum, sondern fangen direkt an. Einfach den Anhänger nehmen. Ich sage euch gleich, in die Produktion geht nicht viel rein. Das sage ich euch schon gleich. Deswegen habe ich den Hänger jetzt auch nicht ganz voll gemacht. Es werde jetzt kaum noch was reingehen. So. Ihr könnt auch über den Escape reingehen. Es gehen, sagen wir, schreibe 11.998 Liter Steine hier rein. Das sind nur noch 11.997. Ja, und dann schauen wir uns gleich noch an, wie das Ganze hier aus Feld ausgebracht wird. Aber ich würde sagen, wir machen erste Timelapse. Aber bevor wir die Timelapse machen, nämlich noch euch zu zeigen. Das habe ich nämlich bei manchen dieser Folgen nämlich nicht gemacht. Wo ihr das Ganze hier findet. Und ja. Wie gesagt, ich verlinke euch die als Mod. Und hier findet ihr die. Ist wie gesagt der Mod. Ich verlinke euch die in der Infobox. Ja, und mehr müssen wir eigentlich gar nicht hier machen. Wir warten jetzt, bis der Kalk läuft. Und wir lassen jetzt das Ganze als eine Timelapse laufen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ja, wir genug Kalk haben. Also, bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder aus der Tenips zurück. Ja, ich habe die Zeit vorlaufen lassen und bin auch immer kurz schlafen gegangen, damit das Ganze hier schneller geht. Ja, und wir sehen hier schon, wir haben noch Steine drin. Wir haben jetzt 8.999 Liter in der Produktion. Mehr geht leider nicht rein. Ja, schade darum, dass es nicht so viel reingeht. Hätten die Modder, finde ich, besser machen können, dass mehr reingeht. Aber gut, ist halt so. Wir kriegen jetzt erstmal keinen Hänger vor. Raus hier, weil der Hänger ist größer. Sonst müssten wir schon zwei Ladungen machen. Aber gut, das spielt jetzt keine Rolle. Hier werden wir den Kalk jetzt gleich rausnehmen. Ihr könnt alternativ, wenn es sich aufs Feld ausbringt, den Kalk auch verkaufen, einfach mit einem ganz normalen Anhänger und dann, ja, einfach mit so einem Anhänger hier aus Anhänger raus. Dieses Symbol ist das. Damit das reinmachen könnt in den Hänger. Dann können wir einfach hier gucken, wo wir. So, hier ist Kalk. Ihr seht, Kalkstation können wir es verkaufen, aber es wird nicht wirklich viel bringen. Ist noch keine Preisänderung für die Produkte, für dieses Produkt. Also für Kalk ist keine Preisänderung da. Und 17 Euro pro 1000 Liter. Lohnt sich jetzt nicht, also zum Verkaufen des Kalkes lohnt sich die Produktion definitiv nicht. Das muss ich vorab schon mal sagen. Also lohnt tut sie sich nur für, ja, Kalk. Also für Kalk aufs Feld aufbringen. Denn die Steine kriegt ihr ja schon kostenlos im Grunde genommen, weil die sammelt ihr vom Feld ein und könnt einfach in die Produktion schmeißt. Also so als kleine Nebenproduktion, auch wenn die Produktion sehr teuer ist, könnt ihr das gut machen. So. Ich springe jetzt in den Kalk
Steuer rein. Ich klappe die Plane auch hoch. Jetzt muss ich einmal ganz kurz ein bisschen herausfahren. So, da können wir jetzt einfach mal eher das Ganze einfüllen. Und ihr seht, ihr werdet nicht viel rausbekommen hier. Wenn es für den Anhänger. Wir schauen uns jetzt nämlich direkt die Hänger jetzt an, wenn das voll ist. So, 47% ist voll. Wir machen Plane wieder zu. Und dann springen wir einfach mal hier in den Shop rein, gehen unter Düngerstreuer. Und ihr seht hier die Düngerstreuer bzw. Kalkstreuer. Ihr braucht für Kalk die Bredal-Streuer, in der Bredal K105 und der K165 geht. Die Amazone gehen nicht. Also die auf keinen Fall verwenden. Da das geht nur Mineraldünger rein. Hier in die roten hier geht Kalk und Mineraldünger rein. Also auf keinen Fall die Amazone Streuer kaufen, sondern nur die Bredal Streuer. Nur die. Nichts anderes. So. Und das war's eigentlich, was ihr zur Produktion wissen müsst. Wir springen jetzt einfach mal in den Teil rüber, der jetzt aufs Feld mit dem Kalk geht. Denn wir springen wieder in den Shop rein. Und wenn ihr das Ganze nicht von der Produktion kaufen wollt, sondern einfach so den Kalk haben wollt, könnt ihr einfach unter hier, nee, nicht da, sondern da, oder die Kisten gehen und einfach Big Pack Paletten ihr Kalk kaufen. Könnt ihr bis zu 8 Stück reinpacken. Das Ganze habt ihr auch nochmal, also Big Pack Paletten, und das habt ihr auch nochmal ganz normal mit Big Packs. Immer hier. Die sind nochmal günstiger, könnt ihr auch bis zu 8 Stück kaufen. Die Big Packs kosten 350, die Big Packs auf Paletten kostet 450. Ihr bezahlt natürlich auch für die Palette jetzt noch mit, dann bei den Paletten-Big Packs. Ja, wenn wir jetzt hier ins Menü gehen, einmal auf die Weltkarte und dann auf Bodenbeschaffenheit ändern und das Ganze hier wegmachen, sehen wir schon hier, die 63 habe ich gekauft und die braucht Kalk. Ihr könnt es auch sehen, so sehen, aber es ist natürlich immer... Zum Beispiel das Flügen seht ihr das Flügen nicht mehr, deswegen könnt ihr das dann wegnehmen und die Steine könnt ihr natürlich dann auch noch wegnehmen. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier direkt aufs Feld 63 rüber und dann kalken wir einfach mal eine Runde darauf. Und einem schönen 1050 Fans. So, das Ganze könnt ihr mit Q ausklappen. Und dann müsst ihr auch nichts senken, sondern einfach nur mit B anschalten. Ich habe jetzt einfach mal eine ganz große Variante genommen. Es gibt natürlich auch noch kleinere Varianten. Und der Kalk, ja, das geht ziemlich schnell weg aufs Feld. Ihr seht schon, wie schnell die Literzahlen hier wegrennen. Also vom Kalk hat man auch nicht viel, dafür kostet er nicht. Aber es ist relativ, also ein relativ aufwendiger Prozess hier. Immer, weil man immer Kalk kaufen oder beziehungsweise aus der Produktion holen muss, wenn man nicht genug Kalk hat. Können wir natürlich auch keinen Kalk mehr aus der Produktion holen. Ja, da hinten stehen unsere schöne Produktion. Mach einfach jetzt mal die Reihe und dann schauen wir uns ein paar Sachen an. Beziehungsweise, die Sachen müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr anschauen. Also eigentlich nur noch eine Sache. Dann haben wir das Ganze ja auch schon. Ich würde sagen, ich packe das einmal so. Pack den Helfer an die nächste Reihe. Mach das mit dem Helfer und dann erzähle ich euch noch ein paar Sachen hierzu. So, ich packe den Helfer jetzt hier rein. Wie gesagt, hier könnt ihr das Ganze sehen, wenn wir kalken. Es geht auch immer weg, also das, was dann schon gekalkt ist, könnt ihr hier sehen. Es ist dann einfach nur noch eine andere Farbe oder halt die Farbe, nicht mehr türkis. Ihr seht auch schon hier auf dem Feld, natürlich entsprechend auch weiß. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Mehr müsst ihr eigentlich hier gar nicht mehr wissen. Es ist ja ein relativ kurzes Tutorial eigentlich. Ich sehe da meine Aufnahme, ich bin bei 10 Minuten jetzt. Es ist mal ein ganz kurzes Video. Oder ein relativ kurzes Video. Ich denke mal so 7, 8 Minuten wird das gehen. Ja. Ein kurzes Video, was wir hier dann machen. Wie gesagt, ich zeige euch noch einmal, wie ihr das mit dem Kalk für die Produktion macht. Die Steine sammeln. Ihr könnt ja einfach mit dem Steinesammler einsammeln und dann direkt mit dem Steinesammler oder mit dem Hänger, egal was für ein Hänger, hier reinfahren, wie gesagt, und die Steine abkippeln und ihr kriegt Kalk heraus. Und ihr seht schon, hiernach ist das. So, und eine Sache erzähle ich euch noch.
Denn ihr braucht keine Pflegereifung für das Kalken. Oh, stehen Auto. Also die Autos sind ja echt Raudis. Ja, ihr braucht keine Pflegereifung zum Kalken. Denn Kalken tut man nachher, wenn es abgeerntet ist. Also nach dem Ernten kalkt man. Wenn es halt gebraucht wird, hier eine Anzeige. Ja, und danach pflügt man, grubert man Scheiben, macht man es mit der Scheibenecke, haut man mit der Scheibenecke drüber. Oder sät man mit einer Grubber- oder beziehungsweise Scheibenecken-Seekombi. Ja, und das war's ja von dem Video. Lasst gerne ein Abo da, schreibt auch gerne Video-Vorschläge in die Kommentare oder auch wenn wir andere Sachen mal spielen, so wie Minecraft oder so. Wird mit Sicherheit auch noch kommen, Minecraft zum Beispiel. Aber erstmal nicht. Aber schreibt mir gerne auch Wünsche in die Kommentare. Oder wenn ihr Minecraft wollt, zum Beispiel auch. Zum Beispiel. Schreibt mir auch gerne Spielideen in die Kommentare. Oder, ja, vielleicht auch sollen wir hier ein Let's Play machen. Ja, schreibt mir das alles gerne mal in die Kommentare rein. Lasst auch gerne ein Like da, wie gesagt, abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann noch Glocke aktivieren. Und das war's hier von dem Video. Bis dahin. Tschüss und ciao.